Hey Dina, ich wollte kurz in einer Videoantwort zeigen, was du alles bauen kannst. Zum Beispiel dieses stylische Aquarium. Diese Bücherregalwand mit so einem, wie heißt es, Vorsprung, Fensterbank. Genau. Und dann kann das schon. Ach, hier ist ja. Auf jeden Fall sowas hier. Dann eine Beleuchtungsidee, die du da haben wolltest, so ein Fackelhalter. Und einen begehbaren Kleiderschrank mit einer Truhe drin. Ja, dann wollte ich nochmal zeigen, wie man das baut. Und zwar für das Aquarium braucht man diese Sachen. So. Und zwar Wassereimer, Dirt Cover, Glas Cover. Basalt Brick Cover, Glas Cover Strip und Basalt Brick Cover Strip. So, dann setzt du die erstmal in einer Form, wie du es haben willst. Und die muss man außerhalb des Blocks sein, siehst du hier. Innerhalb des Blocks, außerhalb des Blocks. Weil sonst kann man da drin kein Wasser setzen. Also dann, Wasser ist ja ein voller Block. So, und setzt hier in die Ecken, weil die ja nicht ganz eckig sind, diese Covers. Grips. Und dann das Dirt Cover hier. Du kannst auch jegliche andere Form nehmen, aber Dirt finde ich schön. So, dann hier machen wir ein kleineres, hier wieder außerhalb des Blocks. Also ich mache jetzt einfach mal ein kleineres Aquarium, um euch mal zu zeigen. Und so. Und setzt man hier oben. Und dann kann man oben ein Loch machen, Wasser reinsetzen. So. Und zumachen. Wenn es eben nicht außerhalb des Blocks ist, kommt eben kein Wasser hin. So. Dann das nächste wäre diese Regalwand. Dafür braucht man Glas, Bookshelf, Panel oder Covers, ist egal. Woodplank Cover und Marble Brick Panel. Also je nachdem, woraus die Wand ist. Kannst du die erstmal hier rumsetzen. So. Ich kann auch gar nicht richtig bauen heute. Und da fehlt natürlich das Wooden Plank Cover Strip. So, was macht man hier? Die Covers sind dann hier wieder, woraus man besteht, jeweils. Und hier einfach den Fensterbank. Klein und dezent, aber sieht schön aus. So. Dann kommen wir zu dem Fackelhalter. Upsi. Dafür braucht man eine Fackel, einen Amboss und einen Item Frame. Dann setzt man zuerst einmal die Fackel. Darum dann den Item Frame. Und versucht man da rein noch den Amboss zu setzen, fail. So. Das ist dann eigentlich schön. Hier sieht es auch noch gut aus. Den kann man dann drehen, wenn man will, aber ist ein schöner kleiner Fackelhalter. So, und dann zu guter Letzt noch den begehbaren Kleiderschrank. Dafür muss man erstmal so. Und so. Minder, wie habe ich das denn hier gebaut? Tut mir leid, Dena, aber. Ja, passt. Dann baut man die eben hier so. Also hier unten im Abstand von 3 und dann hier 2er Abstand.
Das kann man eben auch aus jedem Material machen, aber ich fand das so schön. So. Da fehlt wieder ein Block, und zwar dieser hier, der Oakwood Slabs Whip. Den kann man nämlich da hinsetzen, damit wieder Ecken entstehen. Sondern da rum drauf könnte auch, oh, könnte man gar nicht. Na, je nachdem, wie groß den Baust, könnte ich auch die Slabs hinsetzen. So könnte man das machen, oder so, je nachdem. Und dann die Slabs für unten. Ich fürchte gerade, ich habe eine falsche Maße genommen. Yep. Ach, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Macht man eben hier so die Tür rein. Hier kommt hier das hin. Also macht man hier halt die Doppeltür rein. Moment mal, man könnte auch. Jo, könnte man auch. Also kannst du entweder eine Doppel- oder eine Einzeltür reinsetzen. Ich finde es mit der Einzeltür auch schön. Ja, so kann man es auch machen. Das ist dann einer dran. Mit einer einzigen Tür. Hier ist ein Doppeltür. Hier kannst du die Maße nochmal angucken. Hier drei Blöcke breit, hier zwei und hier ein halber. Okay, und ich habe es hier noch drei Blöcke. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall, das war jetzt so das, was ich dir so zeigen wollte. Ich kann auch, wenn du willst, mal ein Tutorial über eine unendliche Quelle machen von Lava, über eine unendliche Energiequelle machen mit Lavapumpen und so, oder über eine Scrap Farm, die hier jetzt nicht wirklich funktioniert, weil ich sie wieder abgebaut habe. Dann habe ich aber nochmal dieselbe und da auch. Also ich könnte noch mehrere Tutorials machen. Und dann bis zum nächsten Mal.